Guten Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die, Nordisch allein zu Haus. Ja, und hier seht ihr quasi mein Nachtwerk. Ich habe hier schon ein paar Kisten gebaut, ein paar Storage-Chests gebaut, weil ich will nämlich auch schon so langsam meinen Umzug vorbereiten. Denn, ich will umziehen. Also zumindest so langsam, ne? Also so langsam und stetig. Und deswegen werde ich mir hier auf dieser Etage, wie es auch mal geplant war, quasi so meine Lager- und Herstellefläche werde ich mir hier bauen. Ich muss nochmal zurück nach Hause. Ich muss mal schauen, ob ich da noch irgendwelche Pipes habe. Denn Problem, ich brauche Metall. Ich brauche Metall. Und weil ich habe nämlich nichts Metall hier. Und dann muss ich nämlich für die Forges brauche ich nämlich dann auch noch diese Pipes. Und dann werde ich dann hier dementsprechend was machen. Ja, also hier habe ich dann meine Futterkiste. Ich denke mal, das ist alles selbsterklärend. Hinten habe ich meine Baukiste, da ist alles an Baumaterialien drin. Hier oben kommen nachher die zu verarbeitenden Sachen rein. Also was weiß ich, zum Beispiel hier könnte ich schön reinpacken. Mein Eisen zum Beispiel oder mein Brass. Also alles was ich verbrennen kann, das könnte ich zum Beispiel hier schön reinmachen. Hier könnte zum Beispiel schön Fleisch rein. Wobei ich mal sagen muss, das kann ich auch damit hinschmeißen. Weil das wird quasi die Verbrauchskiste fürs Campfire. Und hier kommt die Verbrauchskiste hin für die Forge. Und hier kommt dann logischerweise dann Forge hin. Und hier kommt dann, ich weiß nicht, da kommt wahrscheinlich noch so eine Supply-Kiste. Mal gucken. Da Explosives ist klar, das ist glaube ich auch alles selbsterklärend. Das passt schon. Da kommen her, sollen die fertigen Sachen rein. Und zu verarbeiten, dann kann ich auch da gleich die Eier mit reinpacken. Gläser könnte man machen. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich werde wahrscheinlich hier ein zweites Campfire setzen. Hier zwei Forges vielleicht. Ja, gut, dann machen wir davon noch zwei. Dann disponieren wir da ein bisschen um. Machen wir da noch zwei fertig. Also ich kann nie genug Kisten haben. Ich bin jetzt vielleicht jetzt nicht weltberühmt hier für meine Sortiertechniken. So, da können wir nämlich disponieren wir ein bisschen um. Dann kommen da nämlich die leeren Gläser rein, beziehungsweise nachher auch die mit Moki Water. Und dann machen wir hier noch eine zweite Supply-Kiste mit einem zweiten Campfire und machen dort dann alles fertig mit Trinken und so weiter. Und dann machen wir hier zwei Forges fertig und dann schmeiße ich nämlich dann hier Eisen rein. So, und dann brauchen wir noch eine Kiste auf jeden Fall für so normale Supplies. Aber ich denke mal, dann nehmen wir dann nachher einfach solche Supply-Kisten, die wir hier noch aufreihen. Das sollte passen. Dafür brauche ich, glaube ich, Stein, ne? Also normal Felsstein. Ich will auch mich hier gar nicht so weit. Warum drücke ich nicht auf alles? Machen wir das doch so. Reicht natürlich wieder nicht. So, das sortiere ich nämlich alles nochmal schnell um. Mache mich so leer, wie es geht. Fleisch, das können wir hier oben mit hinpacken. Das ist nämlich zu verarbeiten. Brasskiste, Munition, das können wir damit reinschmeißen. Das können wir damit reinschmeißen. Baukiste, Waffenkiste. Eine Waffenkiste habe ich nämlich erstmal hier sortiert. Das können wir nämlich hier schön machen. Das ist eigentlich blöd. Naja gut, Blödsinn nicht. Doch ist Blödsinn. Das können wir eigentlich eher da rein. Weil hier habe ich nämlich eben halt meine Ammo-Kiste. Da kommt halt alles an Munition rein. Und Sachen, die ich zur Herstellung von Munition brauche. Vom Platz her reicht das. Bei den Waffen sieht das da schon eher aus. Also mit den ganzen Waffenteilen werde ich hier garantiert auch noch zwei weitere Waffenkisten hinbauen. Deswegen habe ich da auch Platz gelassen. Dann brauche ich nochmal die Baukiste. Baukiste, Baukiste, Baukiste. Baukiste. Das kann ich verforgen sozusagen. Da haben wir dann noch Eier. Da haben wir noch Munition. Die können wir hier mit hinschmeißen. Ja, dann brauche ich eine Kiste für Verbrauchsmaterial. Das könnte ich eigentlich hier noch schön benutzen. Pfeile. Können wir damit hin tun? Die brauche ich momentan auch nicht. Waffen-Repair-Kits. Komm, die schmeißen wir auch hier mit rein. Die würde ich zwar in die Waffenkiste mit reinschmeißen, aber da wird eh wenig Platz sein.
Das verforge ich, das kann ich so materialisieren, hätte ich fast gesagt. So, die kommt dahin. Forging-Kiste kommt dahin. Das ist auch noch erstmal etwas unsortiert. Da kommen noch die Gläser rein. Futterkiste. Hatte ich nicht noch eben noch eine Dose mehr? Merkwürdig. So, Frischfleisch packe ich mal hier unten mit hin. Hat man gleich so besseren Überblick, wenn man in die Kiste reinguckt. Cloth Fragment. Ja, wo packe ich die Sachen rein? Die werde ich vielleicht mal alle hier hinten mal hinziehen. Ja, irgendwie so. Ich werde mich nämlich jetzt erstmal schön leer machen und dann werde ich auf dem Weg nach Hause, zu meinem eigentlich ehemaligen Zuhause, da werde ich dann nochmal ein bisschen was an Material, also sprich an Eisen farmen, damit ich das da einschmelzen kann und dann habe ich dann genug Material, um mir hier dann auch eine Forge hinzustellen. Da sollte alles passen. Was habe ich jetzt hier? Einmal Medizin. Das können wir hier mit reinschmeißen. Vielleicht auch hier so. So, das können wir da hinschmeißen. Pfeilspitzen, das können wir auch hier mit hinsetzen. Da haben wir nämlich schon die Sniper Rifle Parts und noch eine Hunting. Wo war der halt? Ja gut, müssen wir gucken, wie wir es machen. Wir können ja sonst auch mischen, dass wir eine Kiste pro Waffe und dann mit der richtigen Munition müssen wir mal schauen. Wir können es ja noch umsortieren, das ist ja nicht so das Problem. So, die packen wir gleich mal dahin. Sniper Rifle Parts packen wir dahin. Ich würde sagen, die Pistolette lassen wir auch erstmal hier. Und nehmen dann nur die Shotgun mit. Oh, was heißt nur die Shotgun? Ich habe ja auch noch die Pfeile mit. Ach komm, solange wir nur mal am Tag sind, da können wir auch gleich die Waffen auch hier lassen. Das ist ja Blödsinn. So. So. Dann nehmen wir lieber die mit. Das reicht vollkommen aus, finde ich. Eine Müllkiste werden wir auch definitiv noch brauchen. Mal schauen, wo ich die hinsetze. Würde Sinn machen, glaube ich, an einem Punkt, wo man das Haus verlässt. Ich weiß ja noch nicht, wo ich das Haus verlassen werde in Zukunft. Das ist ja nur ein provisorischer Eingang bzw. Ausgang. Dann habe ich noch Federn. Federn können wir hier reinschmeißen. Ja, gut. Supply. Schmeiße ich die erstmal in die Baukiste mit? Ich schmeiße erstmal in die Baukiste mit rein. So, da haben wir die Pfeile. Was zu trinken, ein bisschen Medizin, ein paar Stripes. Jo. Okay. Ich glaube, das ist erstmal so in Ordnung. Die packen wir mal hier hin. Na. Gut, alles klar. Das kann auch erstmal da wieder rein. Das ist klar, das ist auch klar. Das können wir da hinschmeißen. Oh, ich muss was essen. Fällt mir dabei mal auf. Jo. Minus 10, plus 5, essen. Minus 5. So, die können wir auch mal gleich behalten, weil dafür können wir nämlich dann auch gleich wieder eine Storage-Chest machen. Storage-Food können wir nämlich machen damit. Storage-Food, machen wir gleich zweimal Storage-Food. So, bop, 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 bop. Machen wir gleich zweimal, ist ja egal. Obwohl, geht ja nicht. Egal. Dann lagern wir erstmal ein. So, ein. Setzen wir die da hin. Und dann machen wir nämlich hier Getränke, würde ich sagen. Machen wir hier Essen, da Getränke, das passt. Und dann machen wir in die Baukiste, machen wir gleich davon noch eine. Fertig. So, und die packen wir dann erstmal hier auf Lager. So. Hab ich ein Frame? Ne, den muss ich mir auch mal wieder craften. Ich meine, gut, wir haben zwar schon ein Frame, aber wurscht. Gut, ich glaube, dann bin ich jetzt soweit fertig endlich mal. Und was essen muss ich immer noch? Das ist unglaublich. Wir haben so viel zu essen hier. Obwohl, scheiß drauf, komm, wir haben ja auch noch, im alten Lager haben wir ja auch noch genug. Das müsste eigentlich auf jeden Fall reichen. So, das schmeißen wir hier. Ups.
Und dann mal los. Ach ja, das war ich. Muss ich nochmal auffüllen. Das sieht nämlich scheiße aus in meinem Vorgarten. Ach ja. Ja, wir haben jetzt bis Tag, ich muss mal auf, nochmal raufgucken, bis Tag 56. Also an Tag 56 abends kommt dann die nächste Feral Horde. Bis dahin, muss mal gucken, was wir bis dahin schaffen. Ich würde jetzt aber erstmal gerne umziehen wollen. Zumindest, dass ich das Material alles komplett habe, dass ich nicht immer hin und her rennen muss. Das geht mir nicht ziemlich auf den Sender. Außerdem ist der Weg von hier aus für den Höhlen natürlich dementsprechend kürzer. Also ist das auch nicht ganz unwichtig. Das ist auch noch ein Ressourcenstein. Ich muss nämlich auf dem Weg. Auf jeden Fall noch Metall holen, damit ich mir überhaupt eine Forge herstellen kann, beziehungsweise zwei Forges herstellen kann. Wupp. Ach, guck mal, 10 Federn, super. Dann nehmen wir den Stein, nehmen wir, glaube ich, auch noch mit. Ich bemühe mich nicht, die ganze Folge jetzt diese Steine abzubauen, so wie es in der letzten Folge gewesen ist. Gut, 11 Minuten oder 10 Minuten habe ich jetzt ja schon damit zugebracht, zu sortieren. Aber es ist vielleicht ja auch mal ganz interessant, vielleicht mal den einen oder anderen Ansatz zum Sortieren zu zeigen. Also normalerweise mache ich das dann tatsächlich so. Es kriegt eigentlich alles bei mir eine eigene Kiste. Das ist gut, jetzt am Anfang. Was heißt am Anfang? Eigentlich ja nicht anfangen. Irgendwo was trinken können wir auf jeden Fall trotzdem schon mal. Also ich meine, wenn ich anfange, so ein Sortiersystem einzusetzen, dann mache ich das halt so. Ja, also sprich eine Kiste. Normalerweise habe ich eine Kiste, wenn ich es richtig penetrant mache, mache ich es eine Kiste für leere Gläser, eine Kiste für Moki Water Gläser und eine Kiste für gekochte Gläser. Eine Kiste für Spezialgetränke, also wenn ich das richtig penetrant mache, was Getränke angeht. Aber das muss ja auch nicht sein. Was ist ein Hirschi? Ein Hirschi. Ja, das ist natürlich... wenn ich die Chance habe, gleich mal... wie ist scheiß Gras, ey. So, jetzt. Ja, das ist gut, das ist gut. Nein! Na, bleib doch mal stehen jetzt, Sophie. Damage-Bonus. Das waren eh schon Stahlpfeile. Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen, hallo? Nein, weggebackt, du kleine Sau. Oh, du bist ja ein Schwein. Also ein Schwein nicht, aber du bist... Ach, du bist ja gemein. Du gönnst mir auch nix. Echt. Doch, hä? Hm? Was war das denn gerade? Da, hä? Hm? Hä? Hm? Hä? Hm? Ah, halt. Ich brauche bald hier einen Hirschdetektor für, echt. Ein Hirschdetektor. Oh Mann, ey. Okay. Naja, ist eine Alpha. Das war der Houdini-Hirsch. So, Achso, ich dachte, hier hat was gehört. La, la, la. Achso, hier können wir mal die Steine wieder mitnehmen. Ja, ich müsste eigentlich auch mal wieder eine kleine Nacht-Session in der Höhle. Aber gut, wir haben ja noch Iron Ore, haben wir noch da, aber... Also, in der neuen Hütte. Das wäre jetzt nicht so das Problem, aber das Problem ist, dass ich da keine Forge habe. Und ohne Forge bringt mir das meiste Iron Ore nix. Da muss ich mir erstmal anders behelfen. Gut, ich hätte das Iron Ore jetzt auch mitnehmen können und hätte es da einschmelzen können, aber... Pff, was soll das? So eine Pipe, da verbraucht ja nun auch nicht viel Eisen. Und wenn ich mit dem, was jetzt an Iron, an diesen Iron Fragments, was ich jetzt sammle, wenn ich da einen Barren zusammenkriege, dann kriegt er ja locker mehrere Pipes. Was von daher ist das eigentlich Wumpe. Aber ich werde nicht drum rumkommen. Ich werde definitiv nochmal in die Höhlen müssen. Denn die Masse ist natürlich nicht da.
Schnarch. So. Da war doch eben da oben. Da verfolgt den Hirsch, ne? Den Hirsch, den könnte ich mir auch gleich nochmal geben. Schön nochmal Fleisch sammeln. Woran ich auf jeden Fall denken muss, ist auf jeden Fall der Kochtopf und das Grillrost. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, macht doch nicht so einen Lärm, als würde ich euch was tun hier. So, dir gönne ich aber mal. Oh, schön in die Fresse geschossen. So. Was hast du? Du hast natürlich nichts. Wo bist du, Hirschi? Da bist du, Hirschi. Ah. Kein Doppelschaden. Scheiße. So, muss ich gleich dran denken, dass er auf der Straße liegt. Hoffentlich reicht das an Zeit. Bin ich dann, hab ich Pech gehabt. Aber ich will jetzt nicht noch doppelt hin und her rennen hier. So. Ich bin ja mal gespannt, wie das läuft. Ich meine, so an Knochen kommt man ja verhältnismäßig schnell ran. In Anbetracht... Ach, da liegt er. In Anbetracht der Tatsache, weil man ja nachher so ein Knochenmesser und Umständen braucht. Ach, ich nehme einfach alles mit. Scheiß drauf. So. Hier sind auch nochmal schön Steine, Ressourcensteine. Weil man ja diese Messer ja braucht, um vernünftig die Tiere auseinanderzunehmen. Die kann man ja in Zukunft nur noch mit Tools auseinander. Ich möchte sowieso mal wissen, wie man das nachher, wie die das nachher umgesetzt haben. Also, bin echt gespannt. Da hinten sind nochmal einige Zombies wieder in der Hütte. Und Bär ist hier auch schon wieder. Mal gleich mal gucken, wie viele Pfeile ich habe. Wo ist denn der Bär? Ich hab hier irgendwo den Bären gerade rumhühnern hören. Ja, mal so ein bisschen drehen und gucken. Ich glaube, der ist da irgendwo links. Da, irgendwo in der Richtung. Hm. Ich weiß es nicht. Solange sie mich in Ruhe lassen, ist alles gut. So langsam müssen wir auch was essen. Aber ich denke mal, wir sind ja nicht mehr weit, so weit weg von zu Hause. Dann gibt es gleich lecker Habba. Ich müsste eigentlich noch Bärenstew haben. Und woran wir auch noch denken müssen, das habe ich ja auch noch gar nicht auf dem Zettel. Das ist ja ein Beet. Ich muss ja nochmal ein Beet anlegen. Ach, um Gottes Willen. Ich muss noch so viel machen. Ich glaube, ich werde jetzt auch mit diesem Einlauf nicht zwingend gleich alles mitbekommen. Ich weiß gar nicht, was wir noch auf Lager haben. Ich habe vieles schon mitgenommen. Aber eben auch noch nicht alles. Also zwei, dreimal laufen werde ich sicherlich mal müssen. Na, das mache ich vielleicht auch mal in der Aufnahmepause. Müssen wir mal gucken. So. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Guck mal, da ist es auch gleich. Ach ja, wir blicken zurück auf eine mehr oder minder erfolgreiche Vergangenheit. Muss ganz ehrlich sagen, also dafür, dass das eigentlich ein einfaches Haus ist, habe ich hier recht lange überlebt. Auch wenn ich zwischendurch natürlich mal gestorben bin, klar. Aber ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie das Haus wesentlich zügiger kaputt schlagen. Also da muss man sagen, Chapeau. Spricht natürlich auch dafür, dass man in Zukunft vielleicht... Also mal gucken, Beaker muss ich mit haben, dich muss ich mit haben, dich muss ich, dich... Oh, ich nehme alles mit. Oh, ich habe so viel. Das brauche ich noch mit. Ja, ich brauche eigentlich alles. Das ist ja der Witz. Die ganzen Mools können wir mal mitnehmen. Was ist das hier? Steel Ingot. Naja, gut, muss ich nicht mit haben. Ich kann mir natürlich auch neu herstellen. Aber von der Sache her... Kohle brauchen wir auf jeden Fall immer. Erde, ja klar, natürlich. Wenn wir uns ein Beet herstellen wollen dann, oder bauen wollen, dann auf jeden Fall immer. Zementmold, Bullet Casing, ja, das kriegen wir alles gar nicht mit. Das werde ich mal alles in der Aufnahmepause mal mitnehmen. Bullet Tip Mold, die lasse ich auch nochmal drin. Erstmal was essen. Schön Stew, lecker. Bärenstew. Auch Frischfleisch, das können wir auch gleich mal schön mitnehmen. Und was zum Anbauen. 102, guck hier, da, 103, seht ihr das? 103!
So, ich brauche das noch. Fisch wollte ich gerade sagen. Hier, Fleisch wollte ich noch mitnehmen. Potatoes nehmen wir mit. Oh, wir haben hier so 17 mal Sham alleine. Das ist schon Hammer genug. Hier, das Fleisch nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Flowers nehmen wir mit für Tee und dann sind wir eh schon voll. Ach, ich wollte mir ja noch Eisen. Genau. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen hatte ich das hier schon irgendwo mit bei. Iron Gott, ja. Dann machen wir das so und so und so und so. Machen wir das so. So, so geht's dann auch. Und wir brauchen schon was zum Anfeuern. 2 Minuten. Wie lange brennst du? 1,40. 3,17. Okay, das passt schon. So, dann packe ich mal die Mols hier oben hin. Steel Ingot brauche ich momentan nicht. Ja, passt schon. So, da haben wir dann gleich mal Eisenbarren. Also wir haben dann noch 2 Plätze frei. Was nehmen wir denn nochmal Schönes mit? Ach, Kochtopf, genau. Kochtopf nehmen wir mit. Richtig. Hatte ich nicht da oben auch noch Kochtöpfe drin? Nee, aber da unten glaube ich, ne? Ach, guck mal, Tello. Guck mal, sieh mal eine an. Tonnenweise Tello. Das schmeißen wir mal. Warum habe ich denn das Fett hier drin? Ach, vom Tier, logisch. Komm, dann lassen wir erstmal die Knochen hier und dann nehmen wir noch wieder was anderes mit. Die Mols. Ja, können wir machen. Zementmol, da sind wir sowieso schon wieder voll. Aber nee, ich muss auch schon wieder eins zurücklegen, weil ich muss ja auch noch das Eisen mitnehmen. Braucht auch wieder einen Augenblick. Aber es passt ganz gut. Wir sind nämlich dann schon wieder nahe einer Aufnahmepause. Gut, ich könnte natürlich das Leder, den ganzen Kram auch hier lassen, aber wir müssen eh alles holen von Hansford. Da haben wir nochmal die Kiste. Da gucken wir, was wir noch an Gläsern haben. Sehr gut. Das war eigentlich meine Müllkiste. Fressenkiste. Da wäre es natürlich super, jetzt ein schönes Dingenskirchen zu haben. Schönes Motorrad. Dann könnte man alles mitnehmen. Aber es ist mir noch nicht vergönnt. Och, Pistolen. Wir können noch, glaube ich, ein paar Mal laufen. Also mit 2, 3 Mal laufen, da komme ich, glaube ich, nicht mit hin. Da komme ich nicht mit hin. Die werden wir aber mal kurz mal umsortieren. Nicht, dass ich die dann doppelt suche. Da ist ja auch Fett mit drin gewesen, ne? Guck mal, Leder können wir noch stacken. Wir können ja noch mal stackbare Sachen suchen hier kurz. Obwohl, so viel zum Stacken haben wir gar nicht. Da haben wir noch das, das. Ne, so viel zum Stacken ist da tatsächlich nicht. Öl, Brass. Ist da noch drin? Das. Nur, nee. Da war auch noch ein Knochen gerade. Ach, scheiß drauf. Lassen wir erstmal. Ja, okay. Ach, Gläser können wir sonst noch mitnehmen hier. 15, das passt ja genau. Machen wir uns einmal komplett voll. Wasser können wir uns noch mitnehmen hier, schön. Das passt schon. Moki Water. Gläser, bla 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 bla. Beaker, da kommt gleich Eisen hin, bla 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 bla. Ja, gut, ich quatsch mich schon wieder fest. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr Lust habt, wenn ihr mögt. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr von 7 Days to Die sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zur nächsten Folge von 7 Days to Die. Macht's gut und tschüss.